Besonders grotesk ist natürlich, dass in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum Europa, dass da der Wirtschaftsverkehr zwischen den Ländern strikt bei einem bestimmten Produkt strikt ausgeschlossen ist. Es ist verboten, nämlich beim Atommüll. Es ist, Sie können also, wenn Sie irgendeinen Staat auf der Welt nehmen und einen anderen Staat, die dürfen ihren Atommüll austauschen, aber in einem vereinigten, wirtschaftlich vereinigten Europa, das den freien Warenverkehr herbeiführen will zwischen diesen Ländern, da ist dieser freie Warenverkehr verboten. Ja, es ist das Gegenteil einer europäischen Einigung. Wir haben 27 Länder, soweit ich weiß, oder 28. Da soll jeder sein eigenes Endlager machen. Jeder sein eigenes Endlager. Das ist zwingend vorgeschrieben, haben unsere grünen Idioten durchgesetzt. Und die Leute, die anderen haben ja alle Angst. Ja, denen geht ja und so weiter mit Grundeis. Dieser Irrwitz ist also festgeschrieben. Es darf nicht. Stellen Sie sich vor, es gibt ein Land, wo also von Natur riesige Höhlen sind, die gibt es ja, die also ideal geeignet sind, wo es fast nichts kostet, da den Müll hinzubringen, dann darf deutscher Müll da nicht hingebracht werden, oder wenn es in Deutschland ist, darf französischer nicht dahin gebracht werden. Das ist ausgeschlossen. Das heißt, unsere angebliche Wirtschaftsvereinigung durch die EU ist eine Vernichtung der Einheit. Ja, man will verhindern den freien Wirtschaftsverkehr. Und dafür sollen wir irgendwie dann noch Opfer bringen. Es ist ein Wahnsinn ohne Beispiel. Ein Endlager ist natürlich absolut absurd, wenn Frankreich weiter Kernkraftwerke betreibt und sogar dazu baut. Wenn Temelin in der Tschechei also Kernkraftwerke gebaut, erweitert werden und Polen auch noch dazu baut und wir in Deutschland, wir machen also ein Endlager und machen alles zu und Ende. Das ist natürlich absurd, weil dieses Endlager soll ja für den Fall, dass also die gesamten gesellschaftlichen Systeme zusammenbrechen und also überall also die Irren rumtoben und es also Schaden anrichten wollen. Und da könnten sie also mit dem Atommüll großen Schaden anrichten, so denken die Leute. Und welchen Sinn hat das? Ich meine, wenn alles zusammenbricht, dann wird also das an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland nicht Halt machen. Und die können also sich an den französischen Kernkraftwerken beliebig bedienen. Ich meine, wenn alle in Ordnung zusammenbricht, wovon das also ja ausgeht, dieses Szenario, was die Grünen also haben wollen, dann sind die französischen Atomkraftwerke auch mehr oder weniger herrenlos. Und da liegt ja also genug radioaktives Zeug rum, was man verwenden kann. Dazu muss man also nicht 1000 Kilometer in die Erde nachbuddeln, um an irgendein Endlager ranzukommen. Das ist also Irrwitz pur. Die akuten Gefahren, das kommt noch dazu, die akuten Gefahren drohen noch im Augenblick. Im Augenblick haben wir nämlich Lage, da liegt das Zeug da, ungeschützt vor einem Absturz eines Großflugzeugs, nicht? Oder einem Terroranschlag auf ein solches Lager. Es wäre erforderlich, diese Zwischenlager in Bergwerke zu bringen oder NATO-Bunker, sodass sie gegen einen solchen Terroranschlag geschützt sind. Das wird aber nicht gemacht, weil prinzipiell in Deutschland wird nur sinnloser Quatsch gemacht. Das wäre nämlich relativ billig und preiswert möglich, man wäre die Sorge los. Die Grünen wollen aber, die Kernkraft raus haben. Das ist, ob das irgendeinen Sinn hat, was sie machen, oder irgendwie rational ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und da muss man ja fragen, es ist ja bekannt, dass die Grünen also Deutschhasser sind, die wollen ja Deutschland also klein machen, untergehen, es soll ja am besten sich auflösen. Und dann fragt man sich schon, wollen die eigentlich Deutschland schaden? Sie haben ja die deutsche Pharmaindustrie, haben sie kaputt gekloppt, den Airbus wollten sie auch nicht. Ja? Die Autoindustrie wollen sie kaputt machen und die Kernkraftindustrie haben sie schon kaputt gemacht. Die wollen ja also Deutschland aus allen Schlüsselindustrien also rausdrängen. Und da fragt man sich schon, ob der Wunsch nicht, nach einem Endlager nicht einfach der Wunsch ist, Deutschland kaputt zu machen. Ja.
Und wenn es nicht bewusst ist, wahrscheinlich unterbewusst. Nicht? Die wissen natürlich, dass Deutschland die Machtbasis von Deutschland schwächen, wenn Deutschland aus der Kernkraft aussteigt. Nicht alle Welt weiß, dass es mit Macht zu tun hat, Kernkraft. Nordkorea weiß das, die Deutschen nicht.